Ja, 24.000 Mann, war keine gute. Das wissen wir sowieso. Das heißt, wir fahren jetzt so lange, bis wir mal eine reibungslose Fahrt hier haben. In der Zukunft werden wir sowieso nochmal bei allen gucken, dass wir die so auffahren, bis wir das, wie heißt das? Das Privileg, sag ich mal, hatten, davon auch ein Event gehabt zu haben. Sprich hier dieses. Ich nenne es jetzt gleich nochmal. Oh Gott, was öffne ich denn jetzt hier? Sprich, wo halt einfach mehr Leute da sind. Schön vergessen, wie das Event hieß. So. Türen entsperren. Öffnen. Das hat jetzt kein. Holiday war das, glaube ich. Na, irgendwie sowas in Richtung. Kein Feiertag. Schade. Aber für den Anfang ist es ja auch erstmal relevant, dass wir. Ist nicht so. Das ist blöd. Ich dachte, damit hätte ich das ändern können, die Sitzposition. Naja. Türen schließen. Das aus. Muss nochmal hier an. Das war es nicht. Das war das. Motor war auch nicht schlecht. Aber war das nicht irgendwie Plus und Minus? Ah. Und wie war es denn hoch und runter? Das war es nicht. Gab es auch eine Tastenkombination? Ah. Ah, okay. Hab's. Dann, das war blinken. Dann Parkbremse lösen. Tempomat an. Und damit fahren wir. Dann geht es mit Soundproblemen erstmal los. Zur ersten Bushaltestelle. Wenn ich jetzt so mache, dann nicht. Aber. Hä? Moment. Ich muss gleich nochmal. Beim letzten. Hä? Oh Gott, dieses. Es geht mir auf dem. Gut, dass wir diese Haltestelle noch nicht haben. Das heißt, wir können mal kurz hier halten. Das triggert mich extrem, dass ich ständig hier wieder dieses. Mit dem dämlichen Mist-Navigationssystem hier habe. Eigentlich immer nur eine Ego-Perspektive gehabt. Und jetzt habe ich es nicht. So, dann fahren wir mal los. Jetzt so wirklich zur Haltestelle. Gibt es eigentlich. Mir ist mal interessieren, es gibt doch bestimmt auch Radio. Autolautstärke, Motorlautstärke, Radio. Ne, Musiklautstärke. Webradio geht nur. Hätte sein können, dass man hier die. Dass es so eine Art Playlist-Lei gibt oder so eine Art Radio gibt.
von der Musik der KI. Aber scheinbar nicht. Oder vielleicht gibt es dafür ein DLC, kann natürlich auch sein. Oh, ich frage mich, ob eine andere Tour kürzer wäre. Fahren wir mal diesen Weg. Fahren wir einfach nur geradeaus, passt ja eigentlich. Was ist denn jetzt hier? Ist das jetzt einmal rechts und einmal links? Das ist zwar merkwürdig. Tun wir mal einfach so. Hotel haben wir hier, okay. Oh. Da hab ich. Hoppla. Das war nicht gewollt. Oh, eine Kirche haben wir hier. Einen anderen Sound für die Straße. I like it a lot. Aber so richtig a lot. Das gefällt mir echt. Das sind so die kleinen Dinge, die einen dann wieder erfreuen. Okay. Und gleich sind wir im Hauptbahnhof. Normalerweise werden wir es hier rechts rauszukommen, in die Kurve so gut wie kaum geschafft. Ich glaube, dieser Streckenabschnitt ist eigentlich eine sehr gute Idee. Also wir dürfen einfach nur allgemein keinen Unfall bauen. Ansonsten müssen wir die Strecke sowieso normal machen. Wir haben ja, glaube ich, genügend Geld, um da halt einen Fahrer fahren zu lassen. Denn es ist ja eigentlich erstmal irrelevant, ob wir jetzt hier den Gag mit dem Gelenkbus in uns kaufen oder nicht. Können wir lieber einen Fahrer, einen weiteren Fahrer einstellen. Dadurch bekommen wir natürlich auch pro Tour deutlich mehr Geld. Ich meine, so ist ja bemessen. Ich glaube, es kommt hier in die Tür. Wache, Student 2, Drucken, danke. 2. Eine Fahrkarte bitte. Eine Einzelstandard-Fahrkarte. Danke. Bitte. Blockiert der immer noch die Tür? Nee. Dann kann ich noch mal eben kurz was zu trinken einschenken, weil noch läuft es halt ja nicht. Und weiter geht's. War das mit 6, dass man alle Türen öffnet? War das nicht, dass ich nur eine alle Türen öffnen Taste? Okay, danke. Genau damals, in den guten alten Zeiten. Nächster Halt, Dr. Julius Matchner Straße. Ja, mit ganz bescheuertem Dialog, nur um die Stille zu überbrücken. Was? Okay, gut zu wissen. Halbe Stunde Bremse reicht da nicht. Soll ich dir ein Foto von meiner Katze zeigen? Oh, wir sind aber pünktlich. Sehr schön. Hier will keiner rein.
Ab zur Greußgasse. Schon in den Bergen. Greußgasse. Ist schon echt gelungen, finde ich hier. Die Kulisse. Ich kann mir gut vorstellen, dass 2020 dann wieder ein neues rauskommt. Ich meine, gab das letzte war ja Buslinmatter 18, jetzt war Buslinmatter. Ach, Buslinmatter 16, das ist Buslinmatter 18. Musterlich, ja, musterlich, war genau. Vom, das ein Geist? Vom Muster her würde das ja passen. Danke, dass Sie so pünktlich sind. Gerne. Also richtig pünktlich. Tschüss. Tschüss. Ich brauche eine Fahrkarte. Ups, eine Fahrkarte. Hä, was ist das denn jetzt hier so gerade am... nicht wollen? Danke. Eine Fahrkarte, bitte. Eine Fahrkarte? Oh, Gottes Willen. Danke. Und weiter geht's. Nächster Halt, Hohe Straße. Ich habe meinen Mann endlich überredet, hinter der Leidenschaft zu kommen. Jetzt ist er ein größerer Fan als ich. Ach, sag bloß. Nächster Halt, Hohe Straße. Ah, schon einfach. Kann ich bitte eine Fahrkarte haben? Einzel, Senior, Drachen. Eieiei. Danke. Da muss man aber mittlerweile überlegen. Jetzt wollen wir ganz rechts rüber. Wir haben echt nur eine halbe Minute Zeit, bis da ganz nach oben. Ah ne, 4,5 Minuten. Mich gerade schon gewundert. Oh Gott, das sah gerade aus, als ob da diese Barriere, das sah gerade kurz aus wie eine Ampel, die auf dem Boden liegt, aber gut, das wäre ein neues Random-Ereignis. Wo ist mein Hut hin? Das wäre mir auch neu. Ich glaube, das sind mir jetzt noch bestimmt zu laut, diese ganzen Gespräche von den Leuten. Ups, nein, das ist doch mal für mich ein bisschen leiser. Oh, ich hoffe echt, dass wir jetzt die Tour nicht verkacken. Das sind ja doch einige Kilometer, die halt leider dazu einladen, zu verkacken. Ich sehe nichts. Das wäre echt gut, dann. Weil wir können ja sowieso. Aber dann könnten wir uns nämlich mit den weiteren Strecken, die an den Hauptbahnhof angeschlossen werden müssen, nämlich kümmern. Also, da kümmern wir jetzt um die erste von 5 oder 4. Ich glaube 5 waren das, ne? Ich kann das Wochenende kaum erwarten. Manchmal sind die zu laut, manchmal sind sie zu leise. Ich glaube, ich lasse doch mit der Lautstärke ein bisschen höher. Man muss einfach ignorieren, weil die mir dann plötzlich doch ins Ohr schreien. Stimmt, das war ja diese Strecke, wo wir einfach so übertrieben viel Zeit haben. Zu warten. Das ist eigentlich eine Strecke, auf der man halt echt viel Zeit zwischendurch mal hat.
wo man dann halt in der Stadt, wenn man in der Stadt ordentlich was los hat, dann noch die Zeit rausholen kann, dass man hier bei der Steiner Kirche doch noch pünktlich ist. Oh Gott, das wollte ich nicht. Ich dachte eigentlich, es wäre der Warnblinker, aber das war ja wohl nicht. Nächster Halt, Steineck, Kirche. Danke, dass Sie so pünktlich sind. Ups, selbstverständlich. Schwester. So kann man auch wieder in den Schuh einfädeln. Ich denke, ich brauche mehrere Fahrkarten, bitte. Oh, mehrere Fahrkarten. Danke. Ich hätte gerne ein paar Fahrkarten. Einzelstandard auch nochmal zwei. Danke. Bitte. Aber das Gute ist, wir können die Zeit nutzen. Er hat die Fahrkarte ja schon gekauft. Was? Na klar. Na klar. Hier ist die Fahrkarte. Augen. Hier ist die Fahrkarte. Klar. Ich meine, das ist das Gute. Wir können halt dann, haben halt, dann darf halt so viel Zeit haben. Können wir auch nochmal kurz aussteigen und gucken, ob da irgendjemand nicht hier ein bisschen Schabernack getrieben hat und keine Karte hat. Huh. Geglaubt nicht, dass. Ey, gut, das ist immer zu spät. Jetzt wollen sie überholen. Das ist wie, ja, das Thema kennen wir ja schon von einer letzten Folgen. Das überholen wollen, aber nicht können, weil es in der 70er-Zone ist. So, Steineck West sind wir wieder ein bisschen zu spät. Also Steineck West ist danach immer so ein Ding, wo man sagen muss, ja, es ist schwierig, pünktlich zu sein. Nächster Halt, Steineck West. Dafür halten wir halt nur kurz, ne? Ich denke, ich brauche mehrere Fahrkarten, bitte. Mehrere Fahrkarten. Danke. Bitte. Na, schauen wir, wie. Nun geht's auch schon wieder Richtung Hauptbahnhof. Keine Person. Kein Auto von dort. Ich bin mal gespannt, ob wir auch wirklich alle. Ja, wir werden wahrscheinlich alle Haltestellen nutzen. Ich gehe nie mehr zu Fuß. Busfahren macht echt total Spaß. Im Rahmen des ganzen Prozederes der aktuellen Quest. Ich frage mich, ob es ein maximales Level gibt für Bushaltestellen. Nächster Halt, Zimmermannstor, Hauptbahnhof. Eieiei. Danke, dass Sie so pünktlich sind. Gerne. Bis dann. Bis dann. Eine Fahrkarte, bitte.
Ach, jetzt können wir uns auch noch Zeit dafür lassen und gleich nochmal in Ruhe durchgehen und gucken, ob jeder hier eine Karte hat. Danke. Bitte. Eine Fahrkarte, bitte. Eine einzelne Fahrkarte. Danke. Bitte. Wo hab ich denn? Klar. Wie oft wollen Sie die denn? Na klar. Was? Sie haben meine Fahrkarte. Mecker. Hier, bitte. Ich habe mir eigentlich im Müll liegen lassen. Bisher. Na, sieht gut aus. Wunderbar. Ich kaum vorkommen ist er gerade, ne? Machen wir gleich wieder einen illegalen U-Turn. Zeit. Weil wir haben ganze 6 Minuten. Wir fahren den normalen Weg. Andere können wir machen, wenn wir halt kaum Zeit haben, wenn wir Zeitdruck haben. Really? Ich glaube, das wäre total schön. What the fuck? Zum Geier war das denn? Muss ich jetzt nicht verstehen. Perfekt. Was war mal der nächste Halt? War glaube ich noch ein... Ich weiß schon, was das war. Wobei, ich kann mir die Straßen dann sowieso nicht merken. Da fahre ich zu selten. Weiß ich nicht. Das weiß ich nicht. Ah, verdammt. In einem Minuspunkt. Ja, ich mag auch Züge. Gut, wissen wir. Trotz der Detour sind wir sowas von pünktlich. Aber sowas von, sowas von. Etwas bescheidenen Spawn-System der KI. Wir sind einfach so früh da, das ist halt der Wahnsinn. Das ist aber halt der Vorteil an solchen Überlandfahrten, sag ich mal, ne? Das ist halt ein bisschen mehr Zeit eingespart. Eingeplant. Weil mehr Strecke kann ja passieren. Puh, ich dachte, der nächste Minuspunkt für Schlagloch. Das hat sie gemeint. Ab
absolut pünktlich. Danke sehr. Tja, so bin ich. Manchmal. Eine Fahrkarte bitte. Eine Tagesfahrkarte. Danke. Ich brauche eine Fahrkarte. Eine. Ich habe gestern Shampoo gekauft. Eine Fahrkarte. Danke. Und weil wir so viel Zeit haben. Na klar, hier, bitte. Was? Ach so. Na klar, hier, na klar. Na klar. Na klar. Noch mehr Müll. Sieht gut aus. Und wieder warten. Oh, ich habe vergessen, die Blumen zu gießen. Nächster Halt, Steineck, Kirche. Steineck, Kirche, 50 Sekunden, das ist doch schon wieder passend von der Zeit, oder passender, besser gesagt. Ist halt schon eine krasse Landschaft, muss man einfach sagen. Also, gut gemacht. Sehr gut gemacht. Nächster Halt, Steineck, Kirche. Parken in Perfektion. Und das war noch zeitlich. Puh, 5 Minuten, alles klar. Aber die hohe Straße ist ja, 3 Minuten entfernt. Ich hoffe, dass wir mal irgendwann dazu kommen, dass wir hier vor den Schranken stehen. Und ich hoffe, das sind auch längere Züge. Also, wenn es Personenzug ist, muss nicht. Aber wenn es ein Güterzug ist, dann würde mich auch über längere Züge und längere Wartezeit freuen. Wäre schon angenehm, also unangenehm vielleicht für die Zeit, aber angenehm für die Realität. Boah, zeitlich ist der Wahnsinn, wie schnell wir wieder sind. Da sieht man echt gar nichts, wenn da was kommt, ob da was kommt. Boah. Wäre das eine perfekte Tour oder habe ich jetzt gejinxt? Man die Blinker auch kaum sieht, ne? Wäre so fast eine 2-Minuten-Tour höchstens. Tims Geburtstag gestern Abend. Ich hätte da nicht bleiben sollen. Ist da jemand müde? Natürlich.
Warum sind wir denn wieder so verdammt pünktlich? Ist ja schon wieder krass hier. Ja, ja. Können wir mal wieder ein bisschen lüften lassen hier. Während wir jetzt wieder 2 Minuten warten müssen, holy shit. Oh, da sind die vorgeworfenen Frames da, die ausgelassenen Frames. Kann ich bitte eine Fahrkarte haben? Na. Jemand hat was vergessen. Natürlich. Ich fühle mich, als hätten wir gestern im alten Sägewerk nicht. Danke. Eine Fahrkarte. Wartet, bitte. Wartet. Ihre Tasche. Danke. Bitte. Jeden Tag eine gute Tat. Und manchmal auch nur 2. Ich hätte gerne ein paar Fahrkarten. Natürlich. Ich brauche eine Fahrkarte. Eine Fahrkarte. Für ein Geräusch. Wird das noch irgendwer? Nächster Halt. Nö. Dr. Julius Matchner Straße. Nope, ich höre nix. Ich habe nur das Gefühl, dass er wieder ein Schwarzfahrer wie mir durch den Lärm gegangen ist. Bei diesem Stop jetzt gerade. Der ist wahrscheinlich gerade aussteigen möchte. Heißt, wir nehmen uns gleich nochmal kurz die Zeit. Hoppala. Das nenne ich guten Service. War doch noch eine perfekte alte Position, ernsthaft? Einer möchte jetzt. Ich brauche eine Fahrkarte. Ja, Moment. Ein Wochenticket sogar. Danke. Ups. Bitte. Wie oft wollen Sie die... Oh nein. Oh nein. Hier ist die Fahrkarte. Hier. Wo hab ich den... Wo hab... Hier ist die Fahrkarte. Und hier ist ein Foto meiner... Was? Wo hab ich... Na klar, hier. Klar. Hier, oh, bitte. Immerhin einen erwischt. Hast du Lust, ins Kino zu gehen? In welchen Film? Ich hab an den neuen Superheldenfilm gedacht. Der gerade angelaufen ist. Ja, klar. Nächster Halt, Hauptbahnhof. Endstation. Bitte alle aussteigen. Ich hasse die Werbepausen in Winter der Leidenschaft. Nächster Halt, Hauptbahnhof. Die kommen irgendwie immer genau dann, wenn es spannend wird. Ja, genug. Das wird nicht mehr spannend. Jawohl, dann fahren wir mal eben fix zurück.
schauen wir dann, obwohl die, was schauen wir dann? Wir können gleich eine neue Route erstellen, eine neue Route fahren. Weil wir die hier so gut gefahren sind. Da wird das immer wieder schön. Da kommen wir zwar, glaube ich, nur knapp, weiß ich nicht, vielleicht 12.000 für oder so, oder 13.000 für diese Strecke, aber immerhin. 12.000 mehr haben oder nicht haben, das... Ne? Krass, dass das hier sogar auf dreispurig wird. Oh! Das war noch grün. Alles noch im grünen Bereich. Eigentlich können wir schon fast auf die linke Spur gehen, ne? Na, noch nicht, damit wir noch die Ampeln sehen. Oh. Da müssen wir gleich rüber. Aber wir haben es so gut wie geschafft. Jetzt dürfen wir natürlich bei der Auffahrt aufs Gelände und in die Garage, also aufs Gelände keinen über den Haufen fahren und in die Garage rein nicht zu schnell sein wollen. Dann das Ganze entspannt und dann... Läuft das auch? Perfekt, das Tor geht zu. Ach ja. Oh. Wunderbar. Fast 5 Sterne. Neue Decals und neue Farben. Neue Farben. Perfekt. Level up. Level 13. 13,5 sogar fast. Halt schon auf Level 7. Ah, 22.290. Ja, gut. Insgesamt waren das jetzt aber Einnahmen von 80.000, das ist nicht schlecht. Sehr gut. Also haben wir es jetzt hier auch. Das Ergebnis ist immer noch 25.831,06. Würde ich sagen, kaufen wir uns mal einen weiteren Citaro. Bearbeiten den mit der Bewerbung.
anwenden. Angestellten holen wir uns dann nochmal dazu. Fangen wir mal mit Lehrlingen an. Unerfahren, erfahren, nein, danke. Zauberkünste. Sogar Profi. Haben wir denn schon Profi? Ja, wir haben Profi schon, okay. Krass. Ich frag mich ja, was halt der Vorteil an Profis ist, ne? Nehmen wir sie mal mit. Strecke 7. Oh, den haben wir gar nicht zugeteilt, fällt mir gerade auf. Schließen. Und dann können wir. Noch einen weiteren Bus holen. Haben wir noch was Geld? Shop, Bus kaufen. Bearbeiten, wieder mit der Werbung. Und dann möchte ich diesen Bus auf. Auf der Strecke haben. Level 11 sind die. Fahrer zuweisen, der Bus und der Fahrer. Hervorragend. Heißt, wir haben jetzt hier einen Fahrer.